Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Er hat recht unterschiedliche Gesichter bei seinem Weg durch die Stadt, der Filserbach. Sie reichen von wildromantisch bis kanalig eingemauert. Und doch steckt auch hier noch Leben, ist die Wasserqualität offenbar so gut, dass die anspruchsvolle Bachforelle an vielen Stellen anzutreffen ist. Die Forellen ziehen aus dem Mündungsbereich von Heder und Filserbach hinauf in das schmale, schnell fließende, oft nur knöcheltiefe Gewässer und sind fast bis in Höhe der Quellzonen anzutreffen. Ist auch der Mündungsbereich des Filserbaches vom Kleine Park und vom Heder Center noch recht gut einzusehen, so entschwindet der Filserbach in einem Betonrohr, das unter der B1 her zum Marktplatz führt. Unterhalb des Rathauses ist der Filserbach für wenige Meter offengelegt und über Treppen zugänglich. Hier nun folgt die Filserstraße dem natürlichen Lauf des Baches, der damit für die Wohnbebauung stadtbildprägend werden sollte. Auch in der Filserstraße wurde der Bach in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts auf Beschluss des Rates an einigen Stellen wieder offengelegt. Unterhalb des Jugendbegegnungszentrums wuschen in der guten alten Zeit die Salzkottnerinnen die Wäsche. Genauer gesagt, sie vollzogen unter fließendem Wasser des Baches die letzten Spülgänge. Nun ist der Filserbach ein offenes Gewässer, das jedoch kanalisiert ist und eher einem befestigten Weg als einem natürlichen Bachlauf nahe kommt. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn noch vor etwa 150 Jahren diente sein festes und kiesiges Bett als innerstädtischer Fahrweg für Handkarren und Pferdefuhrwerke. Ja, sogar bis in die Zeit der Stadtgründung 1247 reichen Bach und Wegverlauf zurück, verband er doch die Bauernschaft Filsen oder Vilshusen, deren Befestigungsanlage Burg und Pfarrei mit der älteren Selzer Siedlung um den Kütfelsen herum, welche Bischof Simon I. von Paderborn zur Stadt ernannte und ebenfalls befestigen ließ. Unterhalb des ehemaligen Burggeländes, des sogenannten Filserberges, liegt der Quellhorizont des Filserbaches, heute versteckt in den Gärten und Grundstücken der Häuser in der Nähe des Filserhofes. Durch ein Betonrohr wird das Quellwasser unter der Straße Ölweg hergeführt. Hier beginnt dann der in dieser Jahreszeit kaum einsichtige und recht unzugängliche, ja fast schon wildromantische Oberlauf des Filserbaches, der an der Liborius-Kapelle endet. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Briel und Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe.